Unser München mit einer neuen Ausgabe und damit viel Neues aus der Landeshauptstadt. Münchens Glasfasernetz wächst weiter. Die Stadtwerke München und Mnet erschließen die Stadt mit dem schnellen, sicheren und energiesparenden Internet. Aktuell läuft der Ausbau in Bogenhausen und in der Lerchenau. In der Lerchenau kam dafür jetzt sogar ein Gebäude geflogen. Nicht nur haardünne Lichtleiter werden verbaut, sondern auch ein massives Gebäude. 50 Tonnen schwer ist es und kam unter Polizeibegleitung per Schwertransporter in die Stadt. Die letzten Meter schwebte es dann an einem Schwerlastkran hängend an seinen Platz. Der jüngste Fiber-Collect-Raum der SWM in der Lerchenau. An diesem Fiber-Collect-Raum laufen, wie es der Name schon sagt, die Lichtleiter aus den Straßen der Umgebung zusammen und werden gebündelt. Das Gebäude enthält die zentrale Technik und ermöglicht über das Backbone-Netz der Stadtwerke München den Anschluss an das Internet. Allein in der Lerchenau werden die Stadtwerke München in diesem Jahr weitere 4000 Haushalte und Gewerbeunternehmen an das SWM-Glasfasernetz anschließen. Der Fokus liegt dabei auf Fiber to the Home, also der Führung der Glasfaser idealerweise direkt bis in die Wohnung oder ins Büro. Denn damit gibt es noch mehr Geschwindigkeit. Der Glasfaserausbau, den wir hier ja unterstützen von SWM und Mnet, ist gut für die Münchner Bürger. Sie haben schnelles Internet. Das ist gut für die Besitzer der Wohnimmobilien, weil sie ihre Immobilie aufwerten. Und es ist gut für die Unternehmen, die dadurch noch schneller das Internet bekommen als bisher. Wir werden erstmal Tarife bis 1 Gigabit anbieten und werden das später noch erweitern. Das sind Geschwindigkeiten, die schneller sind, als wir bisher unterwegs sind in den Gebieten. Mehr Infos zum Netzausbau und zum Anschluss an die Glasfaser gibt's auf den Internetseiten von SWM und Mnet. Was nützen Begabung und Eifer, wenn sie nicht gefördert werden? Vor allem finanziell benachteiligte Familien können Kinder und Jugendliche oft nicht angemessen unterstützen. Das Projekt Open Space Lernwelt in Riem will diesen jungen Menschen helfen und ihnen bessere Chancen ermöglichen. Ein starkes Projekt, gefördert von der SWM Bildungsstiftung. Lebensbedingungen und Bildungschancen von jungen Menschen verbessern. Das hat sich Startstark zum Ziel gesetzt. Seit 2017 ist die gemeinnützige Gesellschaft in der Messestadt Riem aktiv. Schwerpunktthema ist, dass wir uns um das Thema Übergang Schule-Beruf und Berufsorientierung kümmern. Wir machen Angebote für alle 7., 8. und 9. Klässler hier im Stadtteil. Und darum ranken ganz viele Projekte bis hin zur Einzelberatung, immer wenn es um die Frage geht, was kommt eigentlich nach der Schulzeit. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir diesen Lernort hier zur Verfügung stellen im Stadtteil, das sogenannte Gate 6 mit dem Open Space, wo Schülerinnen und Schüler montags bis freitags zum Lernen kommen können. Da geht es weniger um die Nachhilfe, sondern einfach um einen coolen Ort, um einen Ort, wo man in Ruhe gut einfach seine Hausaufgaben machen kann und lernen kann. Nicht alleine, mit anderen immer gemeinsam. Unterstützt werden die Jugendlichen hier von ehrenamtlichen Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern. Auch Notebooks können ausgeliehen werden, beispielsweise um ein Referat vorzubereiten. Die SWM Bildungsstiftung unterstützt dieses starke Projekt über einen Zeitraum von 16 Monaten mit 31.000 Euro. Es ist eine unglaublich einladende, wohlfühlende Atmosphäre. Das Ganze ist wirklich sehr großzügig, sehr modern eingerichtet und ich finde, es ist eine richtig schöne Oase geworden. Schon die Idee Startstark drückt ja aus, was man da eigentlich an Innovation mit ausdrücken will und ich bin sehr, sehr angetan. Tolles Projekt. Die SWM Bildungsstiftung fördert Projekte, die die Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher verbessern. Sie ist einer der größten sich im Bildungssektor engagierenden Stiftungen Deutschlands. Nachhaltig denken und handeln. Dieses Motto verbindet die Stadtsparkasse München und die Hofpfisterei. Beide Häuser sind zudem traditionell in München angesiedelt. Der Vorstand der Stadtsparkasse München, Stefan Hattenkofer, hat sich nun die Traditionsbäckerei genauer angeschaut. Die Hofpfisterei ist eine Münchner Institution. Sie ist aus dem Stadtbild gar nicht mehr wegzudenken. In der Kreitmeierstraße werden auf mehreren Etagen Öko-Bauernbrote gebacken. Jede Nacht rund 15.000 Stück.
Siegfried Stocker hat bereits Ende der 70er Jahre gesagt, wir möchten die Menschen versorgen, versorgen mit Bauernbroten, mit natürlichen, ursprünglichen, schmackhaften Bauernbroten. Das ist so die Firmenphilosophie auf der Produktseite. Auf der anderen Seite war es ihm immer sehr wichtig, der Familie Stocker, im Einklang mit der Natur zu wirtschaften. Dieses ökologische Prinzip hat er bereits Ende der 70er Jahre in der Unternehmensphilosophie schon festgelegt und wurde dann noch sehr konsequent umgesetzt, denn die ersten ökologischen Bauernbrote gab es bereits 1982. Das ist gar nicht mehr vorstellbar, dass man schon vor über 40 Jahren diesen Weg gegangen ist. Die Öko-Bauernbrote bestehen aus reinem Natursauerteig. Die Zutaten sind also Mehl und Wasser. Ergänzend werden Salz, Sonnenblumenkerne oder andere Ölsaaten und Gewürze hinzugefügt. Seit Jahren ist der gesamte Betrieb komplett auf ökologische Herstellungsweise umgestellt. Vom Acker über die Produktion bis hin zur Ladentheke. Das heißt, alle Bereiche sind so ausgerichtet, dass sie wirklich im Einklang mit der Natur wirtschaften. Das geht aber darüber hinaus, aktuelle Themen wie zum Beispiel Verpackung oder Verpackungsmüll, also möglichst Verpackung zu vermeiden, Mehrwegverpackungen anzubieten auf unseren Kunden. Stadtsparkassenvorstand Stefan Hattenkofer hat den Betrieb besichtigt. Für ihn der erste Besuch in einer Bäckerei. Ich bin immer wieder begeistert, mit welcher Detailliebe so ein Brot dann praktisch gemacht wird. Was ich auch faszinierend gefunden habe, dass dieser Steinofen noch mit Hand praktisch gefüllt wurde und umgedreht wurde. Da sieht man einfach das Handwerk noch, das Bäckerhandwerk. Und von dem her war es echt super interessant. Ganz tolles Erlebnis, freut mich. Mit der Hofpfisterei verbindet die Stadtsparkasse München eine lange Partnerschaft. Das ist wirklich ein sehr gutes Miteinander und der Vorteil ist, die Sparkasse ist ja nicht nur noch eine Bank, sondern bietet viele Dienstleistungen darüber hinaus, die wir nutzen, Versicherungen, Serviceleistungen. Und das ist wirklich eine sehr vertrauensvolle, langjährige Partnerschaft. Der ganzheitliche Beratungsansatz ist uns wichtig im Firmenkundengeschäft, um rauszufinden, wo sind die Nöte des Kunden, wenn er Nöte hat, wie können wir darauf uns einstellen, was können wir für Produkte anbieten. Wir können die ganze Förderpalette spielen mit den ganzen Förderdarlehen. Auch eine Hofpfisterei ist ja ein sehr energieintensives Unternehmen. Die gucken auch drauf, wie sie Energie einsparen können. Und da stehen wir zur Seite, unterstützen den Kunden, beraten ihn. Und das ist unser Ansatz, wie wir, glaube ich, beide dann noch besser werden. Die städtische Forstverwaltung als Teil des Kommunalreferats setzt aktiven Naturschutz im Stadtwald um. Sogenannte Biotopbäume dienen dabei als wichtiger und unersetzlicher Lebensraum für viele Waldbewohner und werden zudem noch gefördert. Wir waren bei der Erfassung der Bäume im Revier Possenhofen mit dabei. Sie haben Schönheitsfehler wie große Löcher, besondere Wuchsformen oder Rindenverletzungen. Alles Merkmale von Biotopbäumen. Oft sind sie schon im Absterbeprozess oder bereits tot. Die Bäume stellen einen wichtigen und unersetzlichen Lebensraum für viele Waldbewohner dar und erhöhen dadurch die Biodiversität im Forst. Von der städtischen Forstverwaltung München und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten werden sie aufgesucht und markiert. Es ist ganz wichtig, dass der Wald ein geschlossenes System ist, ein Kreislaufsystem. Einmal als Nährstoffkreislauf, dass nichts verloren geht. Das heißt, das Totholz, was dann irgendwann mal zu Boden fällt, verrottet, wird wieder zur Erde, ist wieder Nahrungsgrundlage und Dünger für den restlichen Wald. Und aber auch der Nährstoffkreislauf, der ist eben auch ganz wichtig. Also die ganze Insektenvielfalt, die im Totholz lebt, die ist natürlich wieder Nahrungsgrundlage für die Vogelwelt. Und das eine bedingt das andere. Und dadurch wird der Wald als solches viel stabiler und auch gesünder. Insbesondere Spechte, Baumhöhlenbrüter, Fledermäuse, aber auch Insekten und Pilzarten benötigen Biotopbäume als Lebensraum. Ansonsten ist es aber auch wichtig, weil viele von den Arten, die davon profitieren, eben auch zum Waldschutz gegen Schädlinge beitragen. Zum Beispiel gegen den Borkenkäfer. Der Specht ist da natürlich Antagonist vom Borkenkäfer. Der Freistaat Bayern fördert den aktiven Naturschutz. Private Waldbesitzer und Kommunen können einen Zuschuss für Biotopbäume bei ihrem zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten beantragen. Das Geld, das liegt
quasi bereit und es ist eine Kooperation zwischen dem Forst und dem Umweltministerium. Und das heißt, dass die Revierförster, also da ist jetzt hier der Herr Ertl dabei, dass wir das aufnehmen und dass das dann quasi von uns wird, da werden dann die digitalen Daten dann noch einmal überprüft und wird das Geld freigegeben. Ein relativ lukratives Förderprogramm. Man bekommt dafür einen Biotopbaum so zwischen 150 und teilweise 250 Euro. Das kriegt man alle 12 Jahre. Wenn ich jetzt vergleiche, das sind Bäume, aus denen kann man eigentlich nur noch Brennholz machen, wenn man die verarbeiten würde, dann bekomme ich vielleicht aus einem sehr starken Baum einen Brennholzwert von 200 bis 300 Euro. Der Baum braucht aber auch bis zu 200 Jahre, bis er überhaupt so lange wächst. Wenn ich jetzt dann quasi vergleiche 200 Euro alle 12 Jahre oder 200 Euro alle 200 Jahre, dann ist das schon ein erheblicher Unterschied. Die markierten Bäume werden digitalisiert und erfasst. Dadurch sind sie jahrelang als GPS-Punkte auffindbar. Wer eine Förderung möchte, kann sich bei seinem zuständigen Revierförster melden. Und hier in unser München geht es jetzt weiter mit unserer Rubrik Veranstaltungen. Immer und immer wieder, ich werde erschlagen von allen Seiten. Glaubt doch jemand an mich? Europa flieht nach Europa ist ein neuer Abend im Münchner Volkstheater, der sich mit Vision und Wirklichkeit unseres Kontinents auseinandersetzt. Gib dich deinem Manne hin! Es geht darum, dass die Figur Europa eine Neugründung dieses Kontinents anstrebt, der, also quasi eine neue Geschichte von Europa zu erzählen, die nicht auf Blut und Gewalt aufbaut, sondern auf Hoffnung und Liebe und um diesen Wunsch, das neu zu machen und die Schwierigkeit daran, zusammenzuarbeiten und neue Geschichten zu erfinden. Hey, schnipp, schnapp! Nach einem dramatischen Gedicht der Wiener Dramaturgin Miro Miroslava Svolikova. Eine stark musikalische und emotionale Theaterproduktion, die zum Nachdenken anregt. Es beginnt schon tatsächlich so in dieser griechischen Mythologie und spannt sich bis in die heutige Zeit, bis zur Erfindung der DNA und Wissenschaft und alles, wie das so weitergeht. Es bleibt trotzdem relativ abstrakt, weil diese Geschichte ja doch nicht, also es ist jetzt kein historischer Abend über die Geschichte Europas, sondern es geht auch eher um das Gefühl, das man als junge Europäerin oder junge Europäer hat und das ist einfach ein ambivalentes und irgendwie verbunden mit viel Freude und Dankbarkeit über einen neuen Versuch, der sich von Nationalstaatlichkeit wegbewegt und trotzdem auch diese Frustration, dass das alles nicht so leicht ist, wie man sich das vorstellt und dass dieses Ideal von Friede und Gerechtigkeit leider oft auf Kosten von Unfriede woanders geht. Und das ist einfach ein Frust, mit dem man irgendwie zu leben hat und eine Ambivalenz, die man so aushalten lernt. Gerechtigkeit. Oh, das ist so ein schönes Wort, oder? Gerechtigkeit. 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 Europa flieht nach Europa. Neu auf der Bühne 2 im Münchner Volkstheater. Er hat unzählige Erinnerungen für Milliarden von Menschen geschaffen. Er hat unzählige Charaktere auf innovative Weise zum Leben erweckt und ist großer Teil der globalen Kultur geworden. 1923 ist Walt Disney mit einer Maus und einem Traum gestartet. Und nun feiert das Unternehmen mit Disney 100 die Ausstellung 100. Geburtstag. Und die größte Disney-Ausstellung aller Zeiten gastiert noch bis 3. September in der kleinen Olympiahalle München. Ich glaube, es sind die Geschichten, die niemals alt werden, die ungeheure Qualität, die Disney bei fast allen Produktionen an den Tag legt. Und mittlerweile ist es natürlich ein Weltunternehmen. Marvel gehört ja dazu, Star Wars gehört dazu, National Geographic gehört dazu, Pixar sowieso schon seit langem. Und wir zeigen all diese Aspekte. In 10 Themengalerien mit rund 250 Originalkunstwerken, Artefakten, Kostümen, Requisiten, Erinnerungsstücken und vielem mehr. Noch bis 3. September in der kleinen Olympiahalle München. Das war's schon wieder mit unser München. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch weiterhin viel Spaß mit unserem Programm auf München TV. Machen Sie es gut, auf Wiederschauen.